Hallihallo, liebe Seele. Herzlich willkommen zu deinem Tagesorakel heute am Mittwoch, den 4. September. Wie immer, schön, dass du da bist. Meine Zuschauerinnen und Zuschauer, welche Thematik darf ich beleuchten heute am 4. September? Die Hundehütte. Da geht es darum, etwas oder sich selbst beschützen. Es geht um Privatsphäre, die gewahrt werden möchte. Es geht um Einzelgänger-Thematiken, Verschlossenheit, Schutzpanzer, Nähe-Distanz-Problem. Ja, die Karten. Ah, nee, es geht schon. Es geht. So. Was sagen die Tarotkarten dazu? Also in jedem Fall kann ich hier sagen, ich nehme wahr, wenn man sich hier zurückzieht, dann nicht, weil man irgendwie unfreundlich ist oder grantig ist oder assi drauf ist, sondern das macht man aus dem Grund, weil man sich selbst beschützen möchte. Wenn man sich zurückhält, dann ist das aus Schutz. Das ist ganz stark, was hier durchkommt. Nicht, weil man irgendwie unfreundlich ist oder ja, sondern aus Schutz. Und wenn es nicht der physische Rückzug ist, das kann auch bedeuten, dass man etwas nicht sagt, dass man etwas für sich behält. Ja, das ist aus Schutz. Das kannst du sein, kann aber auch jemand sein, mit dem du es heute zu tun hast, ja. Wenn du vielleicht denkst, Mensch, wie ist denn der oder die drauf? Hä? Was soll das? Dann ist das die Message gewesen. Ja. Denn wir haben hier die drei Schwerter. Okay. 10 Schwerter. Sieben Schwerter. Da geht es um schwierige Umstände in Bezug auf Verbindungen, gewisse Verbindungen. Und was ich hier wahrnehme, ist, eigentlich sind das ziemlich ernsthafte Karten. Nur die Bilder hier sind nicht so schlimm, ja, wie eigentlich das, was die Karten eigentlich sagen, ja, im klassischen Tarot. Weil hier wird ja gelacht, hier ist man gemeinsam unterwegs, hier die 10 Schwerter, was eigentlich eine sehr schmerzhafte Energie ist. Im Vordergrund ist eigentlich jemand, der hier einen Sieg hat, der gewonnen hat, jemand, der lächelt.
Und ja, selbst jemand, der jetzt hier nicht gewonnen hat, das Mädel, ist das ein Mädel? Ja, glaube ich, keine Ahnung. Also der Mensch hier auf der Seite lacht auch, da sieht man es nicht, aber es ist nicht die Vollkatastrophe, ne? Weil es ist im Endeffekt ein Wettrennen, da weiß man von vornherein, es gibt Verlierer. Es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Das ist so. Was mir das Ganze hier sagt, ist, dass ich spreche jetzt aus deiner Sicht, ich spreche jetzt so, als wärst du das, ja, dieser verschlossene Mensch oder der Mensch, der sich selber beschützen möchte. Falls du sagst, nee, das bin ich nicht, das ist eher jemand, mit dem ich zu tun habe, weil das nämlich ja auch war, dann entscheide das bitte für dich. Aber das ist so, es ist nichts, wie es scheint. Ja, also, wenn jemand hier so macht, dass man gern in Gesellschaft ist oder dass man Keep Smiling macht oder dass man kommunikativ ist, das ist eine Fassade. Das ist das, was ich hier wahrnehme, das ist eine Fassade. Das ist aber nicht eine Fassade, weil man falsch ist oder weil man böse ist oder ja, sondern weil man es für sich, wenn man es als für sich als Bestes empfindet, das, was man wirklich fühlt, zu verbergen. Das, was man wirklich denkt, zu verbergen. Ja, die sieben Schwerter, das ist eine taktische Energie, kann auch eben für Täuschung stehen, ja. Eben, diese Maske, die man da trägt. Weil es geht um Menschen, wo eigentlich innerlich viel kaputt gegangen ist, wo man innerlich zerbrochen ist. Das ist schon etwas, wo man sagen kann, puh, das, was passiert ist, das kann man echt nicht schönreden. Das ist auch nicht so einfach zu verzeihen. Das ist nicht so einfach, wieder gut zu machen. Oder das ist, da kann man dann einfach den Schalter wirklich umlegen und sagen, ja, Schwamm drüber, sondern das hat schon mit echtem Schmerz zu tun hier oder mit echten Enttäuschungen zu tun. Situationen in Verbindung, wo man sagen kann, ja, das ist echt jetzt schief gelaufen. Also das kann man wirklich nicht so einfach wegradieren. Das muss man anerkennen. Das sind große Enttäuschungen im zwischenmenschlichen Bereich. Und deswegen kein Wunder, dass du hier in diesem Hundehäuschen hockst, dass dir das so wichtig ist, dass du für dich zurückgezogen bist. Und selbst wenn du dich unter andere Menschen wagst, vielleicht sogar die Menschen, die dich hier verletzt haben, trotzdem bist du innerlich zurückgezogen. Du verbirgst quasi dein wahres Ich vor diesen Menschen, egal ob es ein Gedanke ist in Bezug auf die Menschen, egal ob es ein anderer Gedanke ist, der gar nichts mit den Menschen zu tun hat, der dir aber wichtig ist, egal ob es Herzensprojekte sind oder Dinge, die dir wichtig sind, die dir am Herzen liegen. Also du möchtest das nicht mehr preisgeben, du möchtest das für dich behalten. Selbst wenn Dinge mit diesen Menschen ja nichts zu tun haben, aber du machst dich quasi verletzlich, wenn du etwas preisgibst, was dir am Herzen liegt. Ja, das ist wie ein Schatz, den du dir bewahren möchtest. Ne? Etwas sehr, sehr Wertvolles. Es kommt mir hier so rüber, weil diese Bilder, in dieser Legung kommt mir das so vor, als wäre das alles eine Fassade. Hier, wir gehen zusammen Skifahren. Aber im Grunde sind die Energien echt ernst. Das ist eine Fassade für mich hier. Aber aus Schutz. Und die geistige Welt sagt, hey, ja, selbst wenn du jetzt hier nicht ehrlich bist, du musst nicht alles raushauen, was dir auf der Zunge liegt. Wenn du meinst, du möchtest etwas für dich behalten, du möchtest jetzt hier nicht ehrlich sein und nicht wirklich sagen, wie es dir geht, dann ist das in Ordnung, weil du dich selber schützen darfst. Ja. Also, Ehrlichkeit ist immer schön, aber man muss auch gucken, wo einem dann die Ehrlichkeit schadet.
Man darf auch Dinge für sich behalten. Die Flamme, die Kraft des Feuers unterstützt dich heute. Nimm dir Zeit, betrachte eine Kerzenflamme. Stelle dir vor, wie alles in diesem lebendigen Licht transformiert wird. In Frieden, in Harmonie und Ruhe. Achte auf intuitive Impulse. Genau, und hier bist du in einer Situation noch nicht im Frieden, aber es möchte sich transformieren. Und bis dahin darfst du dich zurückziehen. Du darfst eine Maske tragen. Das ist hier die Message. Die Maske trägst du ja nicht, um jemanden zu schaden. Die tragst du, um dich zu schützen, und deswegen ist es in Ordnung. Liebe Seele, danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, gern bis morgen. Bye, bye.